Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge der Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 2. Aber dumm. Wir machen einfach weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und sind nun in Kapitel 3. Latios. Als ich aufwachte, kam ich zu einer anderen Höhle. Nur ein schwacher Lichtstrahl betrat den Raum. Ich habe nicht verstanden, dass ich alleine war, aber gleichzeitig wurde mir klar, dass ich alleine war. Sehr gut. Das ist der dritte Satz. Klingt schon super. Weder Nick Crossmar, Hydropie, Bulbasaur noch Floink waren hier. Ich wusste nicht einmal, wie ich überlebt hatte, aber ich hoffte, dass sie noch am Leben waren. Aber für den Moment war es das Wichtigste, einen Ausweg aus einem solchen Durcheinander zu finden. Wenn ich da draußen wäre, könnte ich nach Schatzstadt gehen und sehen, ob ich die Lebenszeichen von ihnen sehen könnte. Es sieht so aus, als wäre die Höhle, in der ich war, nicht sehr groß. Es gab nur einen Weg aus dem Raum heraus, in dem ich mich zurzeit befand. Da ich keine andere Option sah, folgte ich ihm. Ich ging auf dem halben Weg durch die Dunkelheit und benutzte natürlich ethnische Zugehörigkeit. Ja, ergibt natürlich voll und ganz Sinn. Ich wusste nicht, wie weit ich mich gedeckt hatte, und es war kein Ende in Sicht. Ich hatte Angst, in ein dunkles Labyrinth zu fallen, das ich nie wiedersehen würde. Aber weil ich nie eine Mauer und nichts hatte, setzte ich meine Zeit fort. Nach langer Zeit hatte ich das Gefühl, dass es sich am Ende etwas nähern würde. Die Gegend um mich herum wurde immer heller und war schon lange fast blind. Als ich vom Offensichtlichen angezogen wurde, befand ich mich an einem erstaunlichen Ort. Ein Ort, den ich seit Ewigkeiten zu vergessen versucht habe, den ich aber nie verpassen werde. Ich hatte Angst, dass meine Kraft mich verlassen hätte, und ich kämpfte jetzt. Vor mir ist etwas passiert. Dieser Ort, den ich gefunden habe, war ein wunderbarer Ort mit dieser Art von Etikett. Einige Pokémon wurden einmal gesehen. Ja, wenn nicht, könnte ich auch schlecht hier das aufschreiben. Lieblingsfeinde sind jene Orte, an denen Pokémon-Jungs ihre Eier legen. Also läuft es bei den Pokémon anders? Legen da die Männer die... Oh Gott, Alter, was ist das? Die legendären Pokémon keine Eltern haben. Jetzt bin ich am Start. Da legendäre Pokémon keine Eltern haben, wird eines von 100 Jahren aus der rätselhaften Kraft der Meisterjäger geboren. Ah ja, das Ende, das ich sah, zeigte die legendäre Geburt von Pokémon. Es war erst vor 37 Jahren und war etwas unbekannt. Dann wurden die beiden Pokémon-Legenden geboren. Sie waren die ersten und einzigen Schwestern und Brüder in der Pokémon-Legende. Mein Bruder Latios und ich. Ich sah langsam die verschiedenen Zeiten an, die ich mit ihm vor mir erlebt hatte. Wir waren beide anders als die meisten anderen Schwestern. Warum sagt sie jetzt, Latios ist eine Schwester? Das ergibt wenig Sinn. Aber hey, wir wissen ja, dass Latias ja eigentlich in der Regel auch männlich ist. Wir haben uns perfekt verstanden und sind in keiner Weise auseinandergefallen. Als wir sehr alt waren, haben wir unser eigenes Rettungsteam gebildet. In dem Zusammenhang waren wir wirklich ein bisschen wie die Prominenten in unserer Region. Dieses Gebiet liegt nördlich von Marschland. Ich bin von dort weggelaufen als... Was auch immer, bevor ich es probiere, möchte ich noch etwas mehr sagen. Als legendäres Pokémon sind wir seit unserer Geburt starke Kämpfer. Ach so, die beiden sind nur ein legendäres Pokémon. Das einzige Problem war also, wann wir als Rettungsteam erfolgreich sein würden. Wir haben Hunderten von Pokémon geholfen. Egal wie schwierig die Mission war, wir konnten sie nicht erfüllen.
das ist es, was ein gutes Retterteam auszeichnet. Es kann ein Raupi sein, das im Kleinhain auf der zweiten Ebene steht. Doch dann, ein wahres Retterteam kann auch diese Mission nicht erfüllen. Weitere Pokémon sind unserem Team beigetreten. Es war die perfekteste Zeit meines Lebens. Alles war so möglich, wie ich es wollte. Kein einziger von uns genehmigter Auftrag blieb unbeantwortet. Wir... Nein! Oh! Nein! Warum? Wir warfen uns auf den herrlichen Weg zum Himmel. Sie werfen wieder. Außerdem bat Pokémon andere Leute schnell, sich unserem Team anzuschließen. Wir haben immer ein bisschen für alle gekauft, weil unser gesteigertes Bewusstsein uns mehr Bestellungen und Bestellungen gebracht hat. Wir haben beschlossen, es für diejenigen Menschen zu machen, die aus anderen Ländern gebaut wurden. Was? Also, für die Leute, die nicht wissen, wie Babys gemacht werden. In der Regel wird immer ein Land genommen, meistens eher ein kleiner Ehrenstaat. Und aus ihm wird dann ein Mensch geformt. Gleichzeitig hatten wir es so gemacht, dass der OVR, der offizielle Verband aller Rettungsteams, vorgeschlagen hatte, dass unsere Rettungsteams ein beispielloses Ausrüstungsspektrum erneuern sollten. Es blieben nur noch wenige Wochen, um alle Turniere zu beenden. Wir waren beide sehr glücklich in dieser Hinsicht und konnten es kaum erwarten. Die Aktualisierung auf einem Hügel wird Teil aller Geschichtsbücher sein. Nur zwei Pokémon selbst haben diesen Segen erhalten. Gildenmeister Knuddeluff, Günthers und Lord Ecke, ein ehemaliger Gildenmeister und legendärer Entdecker Lucario. Aber wir sind nicht die einzigen Anhänger. Es gab auch einige Pokémon, die unseren Sieg verraten haben. Sie fühlten sich unwohl und sagten, dass wir als legendäres Pokémon viel verwenden würden und es ein unfairer Wettbewerb wäre. Sie waren uns egal. Unser Team machte weiter Fortschritte. Nur eine Woche bevor wir offiziell Guerillas wurden, als es passierte, ein Mann von unseren Feinden würde sich eindeutig unserem Team anschließen. Zwei Nächte vor dem großen Mai-Tag. Mitten in der Nacht fingen Orte für Pokémon Feuer von anderen Orten. Einige Leute hatten es nicht ohne Vorwarnung bemerkt und Alarm geschlagen, aber alles dauerte zu lange. Wir haben alles entfernt, bevor die Stadtgebäude Feuer fingen, aber wir waren nicht so schnell, dass wir es sein mussten. Insgesamt 7 Pokémon wurden nicht vor dem Feuer gerettet. Latios und ich machten ernsthafte Behauptungen, dass wir nicht schnell genug waren. Ja, das behauptet ihr aber nur. OVR zog seinen Vorschlag zurück. In den folgenden Tagen und Wochen verließen immer mehr Pokémon unser Team. Wir hatten noch einige Teilnehmer, die immer an unserer Seite waren, aber das Maschinengewehr hörte zu. Ja, es ist wirklich ein Problem, wenn das Maschinengewehr wirklich... Das ist... sehr aufmerksam, wenn man nur eine Sache da falsch sagt. Das Maschinengewehr ist sofort da. Nach kurzer Zeit wurden wir beschuldigt, wissentlich so gelaufen zu sein und das Feuer auf unsere Schultern gelegt zu haben. Es gab Verschwörungstheorien, ja, davon gibt es im Moment auch genug. Bill Gates, wir haben dich im Auge. Es gab Verschwörungstheorien, dass dies von Anfang an alle unsere Pläne waren, weil wir als legendäres Pokémon das Gefühl hatten, zu viel über Pokémon zu sprechen. Und wir wollten sicherstellen, dass Pokémon Angst vor uns hat. Latios hat ein bisschen versucht, alles zu überdenken und Pokémon aufzuräumen, obwohl ich kein Laufwerk hatte. Alles klar, Latios, mal ein bisschen Säuberung... Wir waren die einzigen, die legendär wurden und nur in dieser Hinsicht waren wir die am meisten gehassten in der gesamten Pokémon-Region.
Nur Latios konnte nicht auf eigenen Beinen stehen und war am Ende hilflos. Ja, der hat ja auch keine Beine. Gib auf, unser Rettungsteam wurde eingesetzt. Nach einer so wichtigen Zeit in meinem Leben folgte einer von ihnen schlecht. Wir lebten beide in einer kleinen Höhle auf einem Berggipfel. Hardu hörte mir nie in einer fremden Umgebung zu. Und jedes Mal, wenn ich es tat, fühlte ich deutlich Pokémons Gedanken. Da es keine Beweise gab und das Feuer geplant sein könnte, ließen sie mich mit einer stillen Persönlichkeit zurück. Aber ich konnte immer ihre gebrochenen Augen öffnen und ihre Warnungen hören, als sie dachten, ich sei aus meinem Ohr. In dieser Phase haben Latios und ich oft gekämpft. Wir hatten uns in den letzten Jahren nicht getroffen, aber jetzt haben wir angefangen, uns zu treffen. Latios behauptete, es sei meine Schuld, dass wir unseren Traum aufgegeben hätten, und ich sagte, es sei seine Schuld. Wir wussten beide, dass keiner von uns schuldig war, aber wir suchten einfach jemanden, der uns unseren Kummer bringt. Alles klar. Dafür brauchten normale Leute keinen anderen. Es wurde Tag für Tag, Woche für Woche schlimmer. Dies dauerte 2 Monate, bis es schließlich zu weit ging. Wir haben es an diesem Tag noch einmal besprochen, was nicht überraschend war. Aber diesmal war ich verärgert und wollte nicht einmal streiten. Ohne zu zögern bat ich um Trost und Latios ging zur Höhlentür. Das Schicksal muss sich dessen bewusst gewesen sein, denn er drückte seinen Kopf direkt gegen einen Stein. Bevor ich es wusste, hatte er das Bewusstsein verloren und stürzte sich in die Tiefen eines Sees. Was? Also, es hat wieder nichts Sinn ergeben, was da stand. Ich hab grad nur ein Wort ein bisschen weiter schon gesehen. Ich war selbst schockiert. Gedanken schossen mir wie ein Karussell durch den Kopf. Das habe ich nicht gedacht und nicht versucht, ihn zu retten. Ich bin direkt geflohen, ohne darauf zu achten und ohne in dieses Land zurückzukehren. Also bin ich nach Schweden geflohen. Ja, gerade Schweden muss es sein. Ich habe dort 4 Jahre als Beispiel, als letzte Wache der Eisbergcreme verbracht. Das ist das Wort, was ich gerade schon gesehen hatte. Eisbergcreme. Ich war, wenn möglich, von keinem anderen Pokémon entfernt. Aber sie haben es in mir nicht gesehen. Und es schien immer noch so, als wüssten sie, was in ihrem Nachbarland passiert war. Ich versuchte jedoch, mich bis zu einem Tag, normalerweise 1 Monat nach meiner Flucht, am Laufen zu halten. Die Nachricht verbreitete sich, dass ich hoffte, dass es niemals nach links gehen würde. Und es kam leicht heraus, warte, ist Latias, Alter, Latias, ich kann nicht mal reden. Ist Latias jetzt rechts in der Politik oder? Überall in meinem alten Haus wurde gesagt, dass Latios tot auf dem Friedhof gefunden wurde. Gegenfrage. Ich glaube, die meisten auf dem Friedhof findet man eher nicht lebendig. Tatsächlich, ich weiß, das ist für manche jetzt vielleicht ein großer Schock, aber... Niemand wusste, was mit mir passiert war, aber die Verbindung war für alle klar. Ich war ein Mörder. Ich habe meinen besonderen Bruder getötet und bin auf einfache Weise geflohen. Außerdem war zu diesem Zeitpunkt klar, dass das Feuer auch meine Aufgabe sein würde. Ich konnte nicht glauben, dass ich so dumm war. Vielleicht lebte Latios noch und niemand in der Gegend hätte sich an meine Schneekiller erinnert, wenn ich es ohne Probleme getan hätte. Zu guter Letzt, als die ersten Geschichten auf dem Marsch von 2 legendären Schwestern erzählt wurden, kam dieser Tag, an dem ich an den Ort floh, an dem ich heute bin. Der Ort, an dem ich Nick Schossmer getroffen habe. Der Ort, an dem mein modernes Leben begann. Ich sag's hier mal kurz so nebenbei, ehrlich wie es ist. Die Walross Edition 2 könnte für mich persönlich von denen, die ich bisher veröffentlicht habe und vermutlich auch die ich im Moment schreibe, die sein, die ich tatsächlich am wenigsten mag. Aber am Anfang der Abschnitt, er ist oft sehr seltsam, aber ich find's persönlich, ist ganz gut gelungen, eben die ganzen Verknüpfungen herzustellen.
wirklich zu zeigen, wie auch die Charaktere bereits in ihrer Vergangenheit miteinander verbunden waren und ihre Geschichten dort zusammenzustecken. Das wird auch im Video, das ich noch drehen will, mit der Erklärung der Walross Edition 2 Lore nochmal vorkommen. Ich habe auch das fürs Erste immer noch nicht gedreht. Das werde ich die ganze Zeit machen. Das muss ich jetzt in den freien Tagen bald in dieser Woche mal machen. Ich öffnete die Augen und schaute zurück in die Höhle. Angst traf mich in der Tasche. Ich wollte es sofort versuchen. Ich wollte alles öffnen, was ich in diesem Moment auf Latios geworfen hatte. Ich war immer wieder hier. Bis Latios nicht mehr hier war, hätte er gesehen, dass es mir besser ging, wenn wir es geschafft hätten, die dunkle Macht zu zerstören, wo es so cool war. Also trat ich vor und kam mit einem Wechsel von Staralilli heraus. Ich war auch da draußen und ich wusste es. Ich fand ein anderes Zimmer in der Höhle vor mir. In diesem Raum gab es einen Ausgang. Ich trat dorthin. Wenn ich jemand meinen Namen rufen hörte, ging ich in einen Wald, der definitiv spirituell war. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Latias, aber nach dem I steht direkt noch ein Y. Hör auf. Ich drehte mich um und sah den Originalton. Ich spürte, wie das Blut durch meine Lungen floss. Ich glaube, das ist nicht gesund, Latias. Ich würde das mal von einem Arzt überprüfen lassen. Ich fühlte mich sofort erkannt. Ich habe ihn einmal erkannt. Latios folgte mir. Ich ging direkt zu ihm. Latios, du lebst? Was ist passiert? Wo warst du in diesen Jahren? Er hoffte, er würde mir antworten, aber plötzlich kamen die Kugeln aus reiner Psychologie, die vor mir aus dem Boden kamen, rausschmeißen. Ein wahrer Freund hat mich gerettet. Gib mich nicht als Schwester. Oh Gott! Ich werde weiterhin ein besserer Freund auf dieser Welt sein. In einer Welt ohne Pokémon, wie du es heißt, ohne Pokémon wie dich. Das ist grammatikalisch inkorrekt, was da steht. Im Namen der dunklen Kräfte. Ja, das Kapitel ist rum und ich bin froh drum. Nachdem das heutige Bildungsfernsehen, YouTube, jetzt zu Ende ist, ihr wisst, wie Menschen tatsächlich überhaupt entstehen. Ja, können wir, denke ich, beim nächsten Mal ganz gut weitermachen. Zudem wisst ihr jetzt auch, dass bei Pokémon tatsächlich die männlichen Pokémon sich ums Eierlegen kümmern. Yay! Und wenn ihr schon einen Teaser auf die nächste Folge wollt, das hatte ich auch Olaf schon mal erzählt, weil der nächste im nächsten Kapitel ist der erste Satz gleich ganz, ganz toll. Spiffi Recknerem. Bis dann. Und nie vergessen, meine Lieblingsfarbe ist Teppichboden. Ah ja, und ein Abo dalassen, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Und wenn ihr das nicht wollt, habt ihr nichts in eurem Leben zu tun! Warte, jetzt ist auf 19 Minuten gestreckt.